Hallo und herzlich willkommen hier auf jurelda.de. In diesem Video wollen wir euch wieder das Abi-Niveau an Pflichtteilaufgabe zum Funktionsverständnis in Baden-Württemberg ein bisschen näher bringen. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mit dieser Aufgabe. Wir versuchen, wir haben also den Graphen einer Funktion g hoch x und wir schauen uns an, wie geht der über in den Graphen von g hoch x. G von x. Also, und wir möchten zeigen, dass die beiden Funktionen einen Berührpunkt in 0, 1 haben und ja. Nun schauen wir uns das Ding hier mal einzeln an, um diese Transformation genauer anzugeben. Da gibt es auch generell ein paar Videos bei uns auf der Homepage dazu noch. Was bedeutet es, wenn wir statt e hoch x übergehen zu minus e hoch x? Nun, das heißt, jeder y-Wert wird einfach mit einem Minus versehen. Wir spiegeln also an der y-Achse. An der x-Achse natürlich. X-Achse. Achsen. Was passiert, wenn ich e hoch x zu e hoch minus x übergehen lasse? Das andere, was sich hier verändert hat, nun, das spiegelt uns nun das Ganze an der y-Achse. Warum? Naja, überall da, wo ich eine früher 1 eingesetzt habe, setze ich nicht 1 ein, sondern ich setze minus 1 ein. Bei 5 setze ich minus 5 ein, bei minus 5 setze ich 5 ein. Also wir verdrehen genau die Vorzeichen auf der x-Achse, wir drehen die sozusagen um, also haben wir eine Spiegelung an der y-Achse. Zusammen ergibt es eine Punktspiegelung am Origo, am Nullpunkt. Wie ihr das in der Aufgabe aufgeschrieben hättet, wäre egal, ob ihr die beiden durchführt oder gleich das zusammenfasst. Und was bewirkt diese plus 2, also von e hoch x zu e hoch x plus 2? Nun, wir verschieben die Funktion einfach um 2 Einheiten nach oben. Verschiebung um 2 nach oben. Denn jeder y-Wert wird einfach um 2 größer. Wir rechnen y-Wert aus und addieren am Schluss nochmal 2 drauf. Das heißt, alles ist einfach um 2 erhöht. Eine Verschiebung um 2 Einheiten nach oben. Nun steht hier, zeige P01 ist ein Berührpunkt der beiden Funktionen. Was heißt berühren? Eine Funktion, wenn sie sich berühren, das heißt zum einen, dass beide Funktionen durch diesen Punkt durchgehen müssen. Und zum anderen heißt berühren, dass auch die Ableitung, die erste Ableitung, die Steigung identisch ist. Wir müssen also zeigen, dass f0 gleich g0 ist und wir müssen zeigen, dass in diesem Fall auch f' gleich g' an der Stelle 0 ist. Also f von 0 ist e hoch 0 ist 1. Wunderbar, es gibt der Punkt p. g von 0 gleich minus e hoch 0 plus 2 ist minus 1 plus 2 ist 1. Wunderbar. Also der Punkt P01 liegt somit auf F und G. Wir müssen es nur zeigen, dass auch die Ableitung an diesen beiden Stellen gleich ist. Nun, F' von x natürlich weiterhin e hoch x, wenn wir das hier einfach ableiten. Somit haben wir also f' an der Stelle 0, naja, das gleiche wie da drüben, 1, einfach die 0 eingesetzt. Und nun müssen wir noch berechnen, g' an der Stelle x. Wir müssen also minus e hoch minus x ableiten, das heißt, das Minus fällt runter, Minus mal Minus gibt Plus, und die 2 fällt beim Ableiten komplett weg. Wir haben also die Ableitung einfach e hoch x. Ihr seht also, das ist genau das gleiche. Natürlich kommt dann, wenn ich jetzt g' an der Stelle 0 ausrechne, auch die 1 raus. Wir haben also vollkommen richtig einen Berührpunkt hier. Nun, schaut euch auch die anderen Aufgaben zur Funktionsverständnis an. Schaut euch sonst noch ein bisschen auf unserer Homepage rum und bleibt uns gewogen.